ihr Lieben, heute sprechen wir Deutsch. Also, okay. So guys, if you're new, before we get to it, please do hit the subscribe button. If you've been here before, please do like, comment and share. And please don't forget to hit the notification bell so that when I do post something, you can see it as quickly as possible. So today I'm going to be speaking in English and in Germany, and yeah, let's see. Okay, so these questions are, some of them are typical questions that German people are going to ask you. German people, or just everybody in Germany, will ask you. You know, these are typical questions that if you're a new person, if you're a foreigner, everybody will ask you these kind of questions. Okay, so my first question is, hallo, wie geht es dir? In English we say, hallo, how are you? Mir geht es gut, oder mir geht es super, danke, und dir? Number two, it says, wie heißt du? Also, ich heiße Simple Me auf YouTube. Meine Geburtsname ist Memory. So I just said, what is your name? And then I answered that on this channel, my name is simply me, and the me stands for memory. And yeah, okay. My third question is, wie alt bist du? How old are you? Also, I'm going to say something about this question. Not all the women like to be asked this question. This is typical of women. Women don't like this question. I will say in my late 20s, I used to be so, I didn't want to be, I wasn't proud of my age. I thought I was getting old. But then the older I got, and now that I'm 30, more than 20, I start to realize and just to appreciate my age. You know, I start to realize my journey, what I've been through in the past years, and how I just look at myself and admire my strength, you know, for just getting to where I am today and to reaching this age. Also, auf jeden Fall, ich bin sehr stolz auf mich selbst und meine Alter. Okay, so wie alt bist du? Ich bin 30 Jahre alt. Ich weiß, ich sehe sehr jung aus. Danke. Okay, the fourth question is, woher kommst du? Where are you from? Ich komme aus Zimbabwe. Zimbabwe liegt in South Africa. Yeah. Where are you from? I'm from Zimbabwe. Zimbabwe is in the southern of Africa. Yeah. Okay. Und dann, wo ist mein fünfte? Okay. My fifth question is, was ist dein Beruf? Ich bin Künstlerin. What is your profession? I am an artist. Also, so usually when I get this question, because the word artist is a broad term and people don't usually understand what I mean. It's just like in English, when you say an artist, then people really prefer to know what kind of genre you do or what kind of art you specialize in. So, so I will say, for the past years, I was a dancer, a singer, a musician, an instrumentalist, an actress. I did theater, circus, and everything all around. So, auf Deutsch, ich habe alles in als Künstlerin gemacht. Ich war Tänzerin, ich war Sängerin, ich war Schauspielerin, im Theater, im Zirkus, da habe ich auch gearbeitet. Ich habe auch als
Lehrerin für Grundschule gearbeitet, für Kinder. Das habe ich in meiner Heimat gemacht. Ja, und ich hoffe, ich habe euch eine sehr gute Antwort gegeben, was ich genau als Künstlerin gemacht habe. Ja. Aha. Okay, so, next question is, seit wann lernst du Deutsch? From when? Since when are you learning German? I would say, first I want to answer in English. I would say, I guess I've been learning Germany ever since I stepped into Germany. You know, because you can't be in a country where there's another language and not be able to learn. So for me, myself, I believe I've been learning every day. But right now, I am doing my B2. And yeah, so for this year, typical year of Corona, I think we are back in school since August. Also, seit 3 Jahren lerne ich Deutsch. Ich lerne Deutsch jeden Tag. Und wir sind jetzt zurück in der Schule seit August. Und ich lerne gerade B2. Und ja, anschließend möchte ich auf jeden Fall noch weiter lernen, vielleicht C1 und dann ein Studium machen oder eine Ausbildung abschließen. Es kommt darauf an, was ich zum Ende des Jahres habe oder kriege, wenn ich bewerben habe. Ja, also ich warte jetzt auf jeden Fall, was jetzt kommt, wenn ich meine B2 abschließen habe. Dann weiß ich genau, was ich weitermachen wollte. Ja, es ist nicht einfach, weil es gibt so viele Gründe, warum ich darf das nicht machen, oder wegen Kinder, wenn du eine alleinerziehende Mutter, dann darfst du in dieser Uhrzeit nicht arbeiten, Es gibt viele unterschiedliche Gründe und ich habe keine Familie hier, ich bin alleine und das ist das große Problem. Ja, okay. Next question is, warum lernst du Deutsch? Oh, ich glaube, ich habe schon geantwortet. Why are you learning German? Ich lerne Deutsch, weil ich sehr fließend Deutsch sprechen möchte. Also in der Zukunft. Das ist mein Ziel. Ich möchte sehr gutes fließendes Deutsch sprechen. Ich möchte wie eine Muttersprachler Deutsch sprechen. Deswegen lerne ich Deutsch. Das ist mein Ziel. Ich will mit anderen Menschen sehr gut mit Deutsch kommunizieren. Ich liebe Menschen, deswegen ich suche auch einen Beruf, der ich mit anderen Leuten zusammenarbeiten kann. Also das ist das große Ziel. Ich weiß nicht. Okay. Und meine zweite Ziel ist, ich lerne Deutsch, weil ich eine Ausbildung machen möchte und noch weiter studieren möchte. Deswegen lerne ich Deutsch. Und auf jeden Fall in Deutschland, man braucht Deutsch, wenn du studieren möchtest, wenn du arbeiten möchtest. Ja, man braucht Deutsch. Okay, noch weiter. Vermisst du gerade jemanden oder etwas? Klar, ich vermisse meine Familie. Es ist so,
Ich habe sie nicht gesehen seit 3 Jahren. Ja, deswegen fühle ich mich manchmal, was ist das Wort, ist Heimweh. Ja, I get homesick sometimes, weil ich meine Tochter vermisse, meine Mutter vermisse, meine Schwester vermisse, meine Freunde. Ich vermisse das Leben in meiner Heimat, der Spaß, die Leute sind so freundlich, die Leute sind so fröhlich, die Leute haben immer Spaß. Ich vermisse das Essen, bin ich nicht so sicher, aber ich vermisse, ich weiß nicht, die Luft, die Leute, ja, das vermisse ich sehr. Okay, number 9, hast du diese Woche irgendwelche Filme gesehen? Did you watch any film this week? Leider nicht. Ich habe diese Woche keine Filme gesehen, weil ich war so beschäftigt mit der Arbeit, mit Schule und mit mir selbst. Und deswegen habe ich keine Zeit für Filme. Ich lerne auch sehr viel, wenn ich alleine bin. Ich gucke sehr viele YouTube-Videos, Deutsch-YouTube-Videos und sowas. Deswegen, wenn ich jetzt setze und sage, ich jetzt möchte einen Film sehen, dann schlafe ich einfach. Also manchmal, wenn ich einen Film sehe, dann ja, 2, 3, 5 Minuten später bin ich eingeschlafen. Ja, aber ich hoffe, vielleicht morgen am Freitag habe ich Zeit abends, dann kann ich einen Film gucken. Aber ja, es ist nicht so wichtig jetzt, dass ich einen Film sehe. Was jetzt wichtig ist, ist, dass ich lerne Deutsch. Ich versuche sehr gut und fließendes Deutsch zu reden und ich versuche auch was anderes zu tun. Weißt du, wenn du allein wohnst, dann verlierst du auch Kontakt mit anderen Menschen und das will ich also überhaupt nicht. Ich will was anderes tun, deswegen jetzt versuche andere Menschen kennenzulernen, also draußen, nicht in meiner Wohnung oder in der Schule. Aber wegen Corona ist es jetzt ein bisschen schwer, sehr schwer geworden. Ja, okay. Next, 10. Wann bist du das letzte Mal einkaufen gegangen? When did you last go shopping? It depends. Es kommt darauf an, was ich kaufe. Okay, we start with food. I haven't been shopping for food. Okay, was ich mache, montags war ich für was zu essen einkaufen gegangen. Ja, so, ja, das war Montag, ich glaube. Und dann, wann letztes Mal war ich in der Stadt gewesen? Ich glaube vor 2 Wochen. Ja, 2 Wochen war ich das letzte Mal in der Stadt. Ja. Und weißt du was? Es ist so typisch Frauen, dass wenn du in die Stadt gehst, dann wirst du Kleidung kaufen oder du bist nicht bereit Kleidung einzukaufen, aber wenn du etwas siehst, dann dein Gehirn sagt dir, kauf was, kauf was, kauf was, kauf was. Und deswegen, ich bleibe lieber
zu Hause und mache was anderes, als in die Stadt zu gehen. Weil ich weiß, was passiert, wenn ich in die Stadt gehe. Okay, liebe Leute, ich glaube, das war's für heute. Ich habe versucht, sehr viel auf Deutsch zu reden mit euch. Ich hoffe, meine Grammatik ist nicht so ganz, ganz schlecht. Ich weiß, dass die Deutschen verstehen mich. Und bitte korrigiere mich unten in den Kommentar und sag mir, was ich falsch gesagt. Ich weiß, meine Schwäche ist die Artikel. Der, die oder das. Das ist mein großes Problem. Sonst ich kann also mit anderen Leuten sehr gut reden und verstehen. Und ich glaube, ja, wenn du mit auf Deutsch reden möchtest und du versuchst immer mit anderen Leuten zu reden, ich glaube, die Menschen sind so nett. Also jeder Deutsch weiß, dass, ah, okay, sie versucht auf Deutsch zu reden. Ja, ja, sie sind lieber nett als, nicht nett. Okay, guys, I think I'm done. Yeah, this is better off now. We try to answer most of the German questions, and I hope that my followers back home can learn one or two words. Now you know what to say in Germany when you want to say hello, how are you, you know? So guys, please do like, comment, and share. Until next time that we will meet again, I love you and thank you for tuning in. For today, that's fast. Tschüss.